Herzlich willkommen hier beim Supermarket Simulator, Folge 2. Ich konnte bisher noch nicht eure Kommentare zur ersten Folge lesen, das müsste ich an dieser Stelle vorab schicken. Ansonsten würde ich sagen, auf geht's. Was mir leider negativ aufgefallen ist, unsere ganzen Kartons, die wir hier angesammelt haben, sind weg. Naja, okay, aber wir machen eine neue Sammlung, keine Sorge. Können wir eigentlich den Müll hier wegräumen oder aufheben? Nee, können wir nicht. Hier ist noch ein Karton? Nö. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen mal rein in den Laden. Unsere Aufgabe ist es, als nächstes einen Kühlschrank zu kaufen. Und ich guck mal, wir haben, glaube ich, zum Ende der letzten Folge hier noch ein bisschen aufgestockt. Und schauen mal, wir haben jetzt nur noch 49 Dollar. Wie teuer ist denn ein Kühlschrank? Wo ist das nochmal? Verwaltung. Rechnung. Rechnung. Müssen wir schon wieder eine Rechnung zahlen? Wie bitte? Das habe ich doch gerade erst gemacht. Was soll das? Miete. 3 days left. Ja, das machen wir später. Lageranpassung. Nee, hier ist das schon mal nicht. Musikspieler. Du hast keinen Lautsprecher. Ach so, ach, wir haben gar keine Musik. Ah, okay, cool. Möbel. Ein Regal oder ein Kühlschrank? Also ein Regal, ein kleines Regal sind 115 Dollar. Ein halbes Regal sind 75 Dollar. Eckregal. Eckregal außen. Viereckiges Regal, da ist ein Kühlschrank. Ein kleiner Kühlschrank kostet 200 Dollar. Wir können ja mal auf einen kleinen Kühlschrank sparen. Großer Kühlschrank, Mini-Kühlschrank. Ja, wir können mal versuchen, den kleinen Kühlschrank zu kaufen für 200 Dollar. Aber ich würde sagen, wir eröffnen den Laden. Hereinspaziert, hereinspaziert. Es geht wieder los. Das Kassenband wird sicherlich gleich glühen vor Kunden und Kundinnen. Hoffe ich zumindest. Wir haben auf jeden Fall ein paar Produkte da. Und let's go. Wir warten auf den ersten Kunden des Tages und sind ganz gespannt. Hallo, halten Sie doch hier an. Oh. Sie hier im Sportwagen, Sie haben bestimmt viel Geld übrig. Ja, kommen Sie rein. Sie im schicken Weihnachtspulli. Wissen Sie was? Ihr Pulli ist sowieso hässlich. Ah, hallo, der gute Mann mit der Fliege um den Hals. Was kann ich für Sie tun? Suchen Sie was Bestimmtes. Puderzucker ist zu teuer für mich. Ich glaube, Sie sind nicht der Erste, der das gesagt hat, ne? Aber ein Kaffee. Jawohl, so. Dann kriegen Sie ein als Wechselgeld zurück. Guten Tag. Zack, zack, zack. Einmal bitte das Geld und Sie kriegen 82 zurück. Meine Güte. Schick, hier komplett in weiß. Hey, hey, geben Sie gleich ein Konzert. Einmal mit Karte. Jawohl. 7,50. Auf geht's. Und der sympathische Herr mit dem kurzärmeligen Hemd. Auch Sie werden natürlich bedient. Der Puderzucker ist zu teuer. Haben wir den nicht schon angepasst? Preisgestaltung. Puderzucker 7. Machen wir den 6,50. So. Das wird sicherlich besser passen. Jawohl, kommen Sie rein, kommen Sie ran. Zack, zack. Einmal mit Karte bitte. Na klaro. Käse konnten Sie nicht finden. Ja, sorry, wir haben keinen Kühlschrank bisher. Einmal 7. Und einmal zweimal Schokopick. Und Wechselgeld kriegen Sie einen Dollar. Jawohl, wir sind schon wieder bei 138. Der schwarze Tee ist zu teuer für Sie. Dann kaufen Sie doch was anderes. Ganz ehrlich. Schwarzer Tee ist auch nicht so gut in rauen Massen. Ist nicht das Gesündeste. Ah, Sie haben es passend. Sympathisch. Gefällt mir. So, können wir jetzt einen Kühlschrank kaufen? Ne, der Kühlschrank war, glaube ich, 200, ne? Verwaltung. Nee. Marktmöbel. Einen Mini-Kühlschrank könnten wir kaufen. Oder einen kleinen Kühlschrank. Kleinen Kühlschrank abgerundet. Passt da mehr rein als im Mini-Kühlschrank? Frage ich mich. Wir könnten es gleich versuchen. Uns fehlt nur noch ein bisschen mehr als ein Dollar. Und den haben wir jetzt sicher. So, okay.
Ich konnte Bourlet-Milch nicht finden. Ah, der Mann mit der Camouflage-Hose. Ich sehe ihn gar nicht. So. Einmal mit Karte. 13. Jawohl. So, jetzt kaufen wir mal einen Kühlschrank. Markt. Und dann nehmen wir mal den Kühlschrank abgerundet. Kaufen. So. Und ja, ich komme gleich zu Ihnen. Okay. Passt er doch hier rein? Na, schade. Hier vorne vielleicht. Hier. Moment. Nee, das ist mir zu eng hier. Machen wir es mal hier. So, und dann können wir einmal das Wasser hier einfüllen. Okay. Wo ist eigentlich der Karton vom Kühlschrank hin? Und einmal das Wasser. Ich glaube, das ist ein bisschen zu teuer, ne? Haben wir ja schon eingestellt tatsächlich. Okay. Piep. Das macht einmal 4. Dankeschön. Ich konnte Wasserflaschen nicht finden. Ja, wie haben Sie jetzt da? Gucken Sie doch nochmal. Und. Achso, unzureichendes Wechselgeld. Sorry. Hätte ja klappen können. Einmal mit Karte. 13. Und einmal der Kaffee mit Karte. Und das macht auch 13. Kauf eine Erweiterung für deinen Supermarkt über deinen Computer. Ja, eins nach dem anderen. Jetzt müssen wir erstmal wieder hier uns um Produkte kümmern. Wir haben jetzt gleich schon kein Öl mehr. Die Nudeln sind zu teuer für sie. Tja. Also jetzt mal ehrlich, stellen Sie sich mal nicht so an. Wer so einen schicken Mantel tragen kann, der kann auch ein paar Nudeln für 4 Dollar kaufen. So, Sie kriegen zurück 4,50. Es 1, 2, 3, 4, 50. Bitte. So, jetzt machen wir das Licht an. So, zack. Zweimal Kaffee direkt, jawohl. 57 kriegen Sie zurück. 5, 6, 7, 50. Bitteschön. Eier konnten Sie nicht finden. Na gut. Sehr schön. Kommen Sie rein, kommen Sie ran. Oh ja, das ist schön viel gekauft. 21,50. Dankeschön. Eier. Okay. Und Sie kaufen einmal ein Brot. Bitte schön, Sie sehen auch aus wie ein Brot. Okay. Dann können wir mal ein paar Produkte nachbestellen. Wir brauchen auf jeden Fall Öl. Öl und Mehl und Brot. Öl, Mehl, Brot. Kriegen wir hin. Einmal in den Markt, Produkte und dann einmal geschnitten Brot, einmal Mehl und einmal Öl und kann man noch irgendwas anderes? Eier, direkt. Ja, why not? Kaufen. Nach 21 Uhr geschlossen. Oh, wirklich? Toll. Können wir erst morgen bestellen. Okay, 1, 2, 3, 50. Bitteschön. Ja, Eier konnten Sie nicht finden. Sorry, die konnte ich nicht bestellen. Hallo, wir haben geschlossen. Sie kommen noch hier rein, obwohl ich zu habe? Na, okay. Für mich ist das in Ordnung. Einmal 13. Zweimal schwarzer Tee. Ja, bitte. Einmal 14. Und der Herr wieder im komplett weißen Anzug auf einem Konzert. 7,50. Dankeschön. So, ich glaube, wir machen den Laden zu. Und schauen. Ja, ach, wir haben ein bisschen Plus gemacht. Easy peasy, lemon squeezy. Der Marktpreis hat sich geändert für Milch und Eier. Toll, wollte ich gestern erst kaufen. Und jetzt geht das aber nicht. Das ist ja fürchterlich. Okay, vielleicht können wir noch direkt ein paar andere Dinge nachkaufen. Vielleicht Müsli, davon haben wir auch nicht mehr viel.
Käse. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt den Platz für Käse haben, aber wir kaufen es jetzt einfach mal. So. Dann einmal bitte hier rein. Und wo noch? Einmal hier hin. So. Dann einmal die Blumen, Flower. So. Das Brot. Wohin mit dir? Hier hin. Rons. Und. Ach, jetzt haben wir ordentlich was gekauft. Können die nur in den Kühlschrank oder können die auch woanders hin? Die müssen doch nicht in den Kühlschrank. Wie bitte? Nein, man, haben wir einen Platz dafür. So, ich glaube, Preise sind dafür schon angepasst. Das habe ich ja schon am Computer gemacht. Okay, dann einmal das Öl. Und der Käse, der muss vermutlich auch hier hin, ne? Ja, gut. Lassen wir erstmal dort. Dort geht er auch nicht kaputt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das wird schon passen. Ups, nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich so ein Produkt aufheben. Geht das eigentlich? Kann ich so ein Produkt in die Hand nehmen? Nee, ich glaube nicht. Gut, wir öffnen. Kommen Sie ran, kommen Sie rein. Auf geht's. Es ist 9 Uhr. Nee, gar nicht. Es ist 8 Uhr. Und wir verbringen unser ganzes Leben einfach hier, weil wir aufgehört haben, Züge zu fahren. Das ist okay. Was können wir eigentlich sonst noch machen? Werkzeuge. Ach ja, genau. Ein Tablet können wir ja noch kaufen. Möbel. Was gibt es sonst noch eigentlich? So eine Selbstbedienungskasse, ein Scheinwerfer, ein Lautsprecher, Kategoriezeichen. Aha. Hallo, wir haben offen. Ja, kommen Sie hier rein. Ja, genau hier rein. Einmal bitte. So. Noch jemand? Nee. So. Jawohl. Einmal mit Karte. Na klaro. Dankeschön. Ja, Milch konnten sie nicht finden. Sorry, da habe ich jetzt leider keinen Platz mehr für gehabt. Die Milch muss vermutlich nämlich auch in den Kühlschrank rein. Und da habe ich gerade noch keinen für sie. Hallo. Einmal 10. Da ist direkt die Zwillingsschwester. Ja, kaufen Sie noch mehr. Jawohl, genau. Okay. Das gibt einmal 3 zurück. 1, 2, 3. Der feine Herr im Anzug. Das. Sie sind mir aber einer hier mit einem 100er mal wieder bezahlen. Sie sind echt das Letzte, ne? Wissen Sie das? Ja, gucken Sie nicht so wie so ein. Als seien Sie was Besseres. Nur weil Sie einen Anzug tragen. Jetzt mal ehrlich. Okay, 50, 70, 80, 90, 1, 2, 93, 50, 60, 70. Sperren Sie uns nie wieder. Oder lassen Sie wenigstens mal ein Trinkgeld da. So, hallo. Sie kriegen gar nichts zurück, denn Sie zahlen passend. Sie sind mein Lieblingskunde heute. Ja, kaufen Sie mal ein bisschen was von dem Wasser. Oder von den Eiern. So, das gibt es auch mit einem 50er gezahlt. 20, 1, 2, 3, 50, 60, 70. Hallo. Cooles Shirt. So. Einmal mit Karte, bitte. Jawohl. Der Herr mit der Halbglatze. Auch Sie sind willkommen. Mit so einer kleinen Locke noch vorne. Sehr schön. Das macht 33. Danke. Beehren Sie uns bald wieder. Kartenzahler sind mir am liebsten, ne? Also auch das ganze Bargeld hier, fürchterlich. Ach, Sie schon wieder. Ha? Haben Sie wieder einen Hunderter? Ah ne, das waren Sie gar nicht, ne? Das war jemand anders. Oh ja, oh, unser Bestand ist wieder an Kaffee, ist schon wieder fast weg. Die Nudeln sind teuer. Okay. Ja, gut, da müssen wir noch mal was am Preis ändern bei den Nudeln.
So, das sind 12. Zack. Schwarzer Tee und Kaffee, sehr gut. Ich konnte Käse nicht finden, ja. Sie sind mir auch ein Käse. So, Preisgestaltung. Wo sind die Nudeln? Ach, komm schon, wirklich. 3,50. So, wir brauchen auf jeden Fall mal. Was brauchen wir denn? Wir brauchen Kaffee. Ja, ich komme gleich. Kaffee und Zucker. Die Wasserflasche ist zu teuer. Kaffee, Zucker, Nudeln kaufen wir mal nach. So, einmal in den Markt, Produkte. Und dann einmal bitte Kaffee. Nudeln. Wo ist der Zucker? Wo ist denn unser Zucker hin? Leute, ach da, der Zucker. Ich dachte schon, der Zucker ist weg. So, einmal bitte kaufen. Ja, hallo, ich komme. Sie kriegen 50 zurück. Dankeschön. Puderzucker konnten Sie nicht finden. Ja, ich weiß. So, einmal 8,50. Puderzucker? Ja, Moment, ich räume jetzt den Puderzucker ein. Da ist er. Bevor jetzt hier noch weitere Leute mich vollheulen wegen des Puderzuckers. So, bitteschön. Und einmal die Nudeln. Und einmal von mir aus noch dahin. Und der Kaffee. Da bin ich wieder für Sie. Wissen Sie, das ist eine Ein-Mann-Show hier. Ich muss alles alleine machen. Ich habe leider keine Mitarbeiter, die kann ich mir nicht leisten, weil sie immer alles viel zu teuer finden. So, 20. Keine Milch. Oh. Ich habe auch keine Milch da. 13,50. Und zack, 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 zack. Sie kriegen 7 zurück. 5, 6, 7. Ja, sie konnten auch keine Milch finden. Ich hab's verstanden. Und sie kriegen 1 Dollar zurück. Achso, jetzt habe ich das Licht ausgemacht. Milch. Was haben wir hier nochmal? Ach ja, der Käse. Die Fl Wasser ist zu teuer. Wirklich. Okay. Dann machen wir daraus 3,50. Angebot und Nachfrage, ne? So. 16,50. Wir haben bald kein Öl mehr und auch keinen schwarzen Tee. So, Sie kriegen 3 zurück. 1, 2, 3. So, Öl und schwarzer Tee. Markt, Öl und schwarzer Tee. Kaufen wir mal. Hallo. Einmal das Öl einsortiert. Von mir aus auch da. Und der schwarze Tee. Hallo? 20. So, und sie kriegen. Oh, sie haben mal wieder. Oh, je, den Vogel abgeschossen mit einem 100er Zahlen. Und noch 1, 2, 3. Bitteschön. Ja, den Käse. Den kriegen sie auch hier nicht. Keine Milch konnten sie finden. Naja, gut. So, ich glaube, das wird wohl unser letzter Kunde des Tages heute gewesen sein. Wir beenden mal wieder den Tag. Und sehen, wir können den nächsten Tag starten. Okay, der schwarze Kaffee ist zurückgegangen. Müssen wir nicht wieder irgendwelche Rechnungen zahlen eigentlich? Moment. Verwaltung, Rechnung. Wofür eigentlich das hier, Rechnung? Verstehe ich nicht. So, das weg. Miete.
Tomorrow. Ja, zahlen wir. 2 days left. Zahlen wir, so, dann ist das weg. Muss ich für jeden Tag Miete zahlen? 20 Dollar? Das ist ja fürchterlich. Und was fehlt uns noch? Ich glaube, das wird uns auch im Computer angezeigt, oder? Genau, wir sehen ja hier die Anzahl, die wir noch übrig haben. Ein bisschen Nudeln, ein bisschen Brot brauchen wir. Kaffee können wir nachkaufen, weil der gerade günstig ist. Und Milch können wir eigentlich auch schon mal kaufen. Auch wenn wir den noch nicht platzieren können. Und ein bisschen Mehl kaufen wir auch nach. So. Wir kaufen natürlich mehr, denn je mehr wir kaufen, desto weniger zahlen wir Versandkosten. Achso, genau, die Milch können wir noch nicht platzieren. Lassen wir jetzt mal da an der Ecke herumrotten. Nehmen stattdessen das Mehl. Ups, wollte ich eigentlich dahin platzieren, ist auch egal. Die Nudeln. Penne. Ich hätte auch gerne noch andere Nudeln im Angebot als nur Penne. Das Brot. Wohin mit dem Brot? Hier oben hin. Rons. Und der Kaffee. Okay, das sieht doch gut aus. Wir öffnen wieder. Auf geht's. Licht machen wir schon mal an. Ja, ach so gefällt mir das doch. Volle Waren, Einlagen. Kann doch mal ein Foto machen hier. Von unserem Laden. Hallo. Ja, ich habe alles, was Sie brauchen. Alles, was das Herz begehrt. Das macht einmal 10. Sie haben alle auch die gleiche Bankkarte, ne? Alle bei der gleichen Bank hier. Kaufe eine Erweiterung für den Supermarkt. Wir können ja mal gucken, wie teuer die Erweiterungen sind. Das müsste bei der Verwaltung sein. Wachstum. Abschnitt 2. 350. Okay. Das dauert noch ein bisschen, bis wir da angekommen sind. Eigentlich brauche ich gar keine Erweiterung, gerade im Augenblick. Was ich bräuchte, sind mehr Regale. Und das Wasser verkauft sich auch irgendwie gar nicht, ne? Gehen wir nochmal in die Preisgestaltung. Wo ist das Wasser? Da. Wir machen da mal 3,20 draus. Vielleicht verkauft sich das dann besser. Ah, Sie sind ein guter Kunde. Sie haben direkt mal Wasser gekauft, noch für den alten Preis. Sie. Tölpel. So, ja, sehr gut. Einmal der Großeinkauf. Hervorragend. Und sogar noch passend. Sie sind meine Lieblingskundin heute, ganz ehrlich. Kommen Sie häufiger wieder. Das Öl ist zu teuer. Pech gehabt. So. Das macht einmal bitte 23,30. Und einmal bei Ihnen mit der Karte 18. Dankeschön. Und zweimal Puderzucker. Passend gezahlt. Den Käse konnten Sie nicht finden. Ja, ich weiß. I'm sorry. So, noch passt das soweit mit den Produkten. Ja, noch sieht eigentlich alles ganz gut aus. Da vorne haben wir ja noch was übrig, aber eigentlich brauche ich gar kein Lager, wenn ich hier vorne noch mein Lager habe, ne? So, das macht einmal 23,40. Und hier die Zwillingsschwester direkt auch. Jawohl. Auch mit Karte. Das sind die besten Kunden, die mit Karte zahlen. Ups. Sorry, das waren keine 3.900, sondern na, 39. 30. Sorry. Hätte er klappen können. Schade. Hey, Mann mit der gestreiften Krawatte. Sieht auf jeden Fall ziemlich schick aus. Müsli ist zu teuer. Geh raus, ganz ehrlich, ne? Raus mit ihnen. So. Kommen sie nie wieder. Müsli ist zu teuer. Ich glaube, ich spinne. So. Sie kriegen einen Fünfer zurück. Dankeschön.
Gibt es irgendwas, was wir nachbestellen können, sollen oder müssen? Ja, soweit eigentlich so gut. Hallo. Einmal Öl, kaufen Sie doch mehr, ganz ehrlich. Für einmal Öl kommen Sie in meinen Laden. Der schwarze Kaffee ist zu teuer. Stellen Sie sich nicht so an. So, zack, 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 zack. Einmal mit Bargeld. Jawohl, den Käse. Ja, der Käse steht da in der Ecke. Greifen Sie doch einfach zu. Ah, okay. Also wir haben immer noch relativ viele Produkte und über 300. Ich glaube, wir können uns die Erweiterung jetzt mal kaufen. Verwaltung. Nee, nicht die Rechnung, sondern Wachstum. 350. Okay. Ein bisschen, was brauchen wir noch an Einnahmen? Ja, kaufen Sie doch mal ein bisschen was. Der Herr mit der Halbglatze. Sieht aus wie so ein Vorstandschef, der gegen die Frauenquote ist. So. Sie kriegen 50 Cent zurück. Ich habe kein Brot mehr. Schwarzer Kaffee ist zu teuer für mich. So, 15 kriegen sie zurück. Wir bestellen mal Brot und Puderzucker nach. Markt. Brot und Puderzucker. So, einmal mit Karte, das macht 31 und bei Ihnen, Sie kriegen 1, 2, 3, 4 zurück. Bitteschön. So, und jetzt räumen wir mal unser Zeug hier mal ein. Einmal das Brot. Rons. Und einmal, huch, der Puderzucker. Wo hatte ich den? Okay, da hatte ich ihn eigentlich. Egal. Zack. Mit Karte, das macht einmal 7. Und Bargeld. Ich habe richtig Spaß an dem Spiel, ne? Das ist schon irgendwie lustig. Okay. Wir kaufen uns die Erweiterung morgen früh, am nächsten Tag, würde ich sagen. Wir gucken jetzt einfach mal hier. Die Eier sind zu teuer. Weiß ich jetzt nicht. So. Zehner. Dankeschön. Ja, kommen Sie rein, kommen Sie rein. Kann ich Ihnen ein bisschen Milch anbieten? Gute Frau. Hallo? Nein? Okay. So, mit Karte. Das sind einmal 16, 20. Der Käse, ja, der ist in der Ecke, ich hab's ihm angeboten. So, 26. Na, Sie haben sich aber vorgedrängelt, das habe ich gesehen, das war sehr energisch. Aber Sie haben passend gezahlt, Sie sind meine Lieblingskundin heute. So, einmal mit Karte. Sie sind der Kunde, den ich heute am meisten verabscheue, weil Sie wieder mit einem Hunderter zahlen. Ganz ehrlich, schämen Sie sich mal, für was halten Sie sich eigentlich? So. Ups. Wie kann ich wieder. Ne, wie kann ich wieder das Geld zurück. Ah, ich habe ihm zu viel gegeben. Entfernen. Ah, okay. So geht das, okay. So und zack. Eigentlich habe ich schon zu, aber bedienen Sie sich ruhig. 14, 50. Und meine letzte Kundin des Tages zahlt mit Karte und zwar 39, 40. Ja, der Käse ist in der Ecke. Fürchterlich. Okay, wir beenden den Tag. Und sehen, wir haben wieder ordentlich Plus gemacht. Tea Palace Schwarztee. Aha, okay. Interessant.
Was wir zuerst machen ist, bevor wir jetzt irgendwelche Produkte bestellen, wir machen die Erweiterung und kaufen die Erweiterung und gucken uns jetzt erstmal um. Ah, okay. Dann nehmen wir auch direkt mal das Regal hier vorne und positionieren erstmal dahin. Und das einmal hierhin. Und damit du hier nicht so traurig in der Ecke rumliegst, rumstehst, kommst du jetzt einfach mal daneben zu deinen Freunden. So. Fantastisch. Wir gucken mal, was wir an Produkten brauchen. Die Zeit haben wir sowieso angehalten. Achso, was haben wir noch an Rechnung? 3 days left. 3 days left. Ja, wir zahlen einfach mal das hier. So. Markt. Was haben wir noch wenig? Nudeln. Ah, Kaffee ist auch nicht mehr so viel da. Ja, der Rest passt eigentlich gerade. Okay, benennen Sie Ihren Shop. Okay, wie mache ich das? Einmal die Nudeln. Und der Kaffee. So. Okay, wie benenne ich meinen Shop? Oh. Das sieht ja mal cool aus. Wie benenne ich den Shop? Mach ich bestimmt hier am Computer. Farben. Ach so. Ah, schaut an, wir können uns jetzt hier auch so ein bisschen individualisieren. Werkzeuge. Nee, also hier schon mal nicht im Markt. Verwaltung bestimmt. Wachstum. Einstellen. Die brauchen wir alles jetzt noch nicht. Lageranpassung. Supermarktname. 250, um den Namen anzupassen. Wie bitte? Also nee. Nee, das sehe ich jetzt mal gar nicht. So müssen, brauchen wir noch irgendwas anderes eigentlich? Ja, ich glaube, so gerade sind wir eigentlich ganz gut hier. Wir haben ja auch immer noch ein paar Produkte. Ich hätte gerne einen größeren Kühlschrank, ehrlicherweise. Wir öffnen. Und hier ist ein Hotel direkt neben uns. Können auch übrigens sprinten. Können auch hier uns mal überfahren lassen. Hey, das ist ein Schweizer Kennzeichen. Hallo, Mann im Smoking, der feine Herr. Kommen Sie rein. Wir haben alles, was. Das Müsli ist zu teuer für Sie. Das ist zu teuer. Flasche, Wasserflasche ist auch zu teuer für Sie. Loser. Die Eier sind auch zu teuer. Boah, ich fasse es nicht. Markt. Nee. Preisgestaltung. Eier. Machen wir mal 5 draus. Und das Wasser habe ich doch gerade erst günstiger gemacht. Mache ich 3 draus. Okay. So. Einmal 14. Und noch einmal 14. Ja, Sie konnten keine Milch finden. Die ist in der Ecke. Sie haben es passend. Sie sind meine Lieblingskundin heute. Eier sind immer noch zu teuer. Sie sehen aber cool aus. Sind Sie von dem Man in Black? Nicht, dass ich gleich geblitzdingst werde. Oh ja, oh, ah. Guter Herr, Sie machen ja mal hier richtig einen Großeinkauf. Und zahlen beinahe passend. Sie sind ja mal sympathisch. So, der CEO ist wieder da. Der so ein paar altbackene Ansichten hat. Aber jetzt halt passend. Das ist doch hervorragend. Okay, was fehlt uns? Oh, haben eigentlich gerade von allem genug. Puderzucker ist zu teuer. Geh weg. Wir können die Milch mal einsortieren hier.
So. Einmal 5. Käse. Ja, der ist auch da. Keine Sorge. Das war mal ein cooler Move. Wie haben sie das denn gemacht? So, das sind 26,50. Und das sind ebenfalls 26,50. Jawohl. Oh, das Tattoo ist aber ein bisschen aus der Mode gefallen, ne? So ein Arschgeweih. Naja. So, einmal 20 bitte. Und sie kriegen 1 Dollar zurück. Wir bestellen mal ein paar Dinge nach. Markt. Müsli brauchen wir. Wir haben keine Wasserflaschen mehr. Wir brauchen. Na, Käse haben wir da. Ding. Eier haben wir auch nicht mehr so viele da. Der Rest passt soweit. Ja, Mehl können wir direkt auch mal bestellen. So, hallo. Wir haben keine Wasserflaschen mehr da, ne? Dafür haben wir aber. So. Dafür haben wir aber doch den Käse. Den können wir jetzt mal hier einsortieren. Ja, ey. Fantastisch. Jetzt haben wir Käse, aber dafür kein Wasser mehr. So. 1,50. Ciao. Danke. Mit Karte bitte. 39. Dankeschön. Die sind aber mal wieder schick unterwegs. Auch mit Karte. 45. Fantastisch. Und das sind einmal 50, 70. Oh, das war einer zu viel. 75, 76, 50. Der Käse ist zu teuer. Oh. Der schwarze Kaffee ist zu teuer. Nee. Moment. Preisgestaltung. Wo ist denn der Käse? Machen wir mal 4 draus. So. Das sind 23,50. Und sie kriegen einen zurück. Ich konnte Wasserflaschen nicht finden. Ja, ich weiß. Aber Licht an. Kann ich eigentlich die Kasse auch nach hinten verschieben? Jawohl. Oh, jetzt komme ich hier nicht mehr durch. Toll. Huch. Hallo. Hervorragend. Wasserflaschen, ja. Und einer zurück. Müsli ist so teuer. Klingt nach einem You-Problem. So. Das sind 13. Und einmal 16,50. Und dann machen wir auch gleich schon zu. Ich glaube, an Milch hat bisher noch niemand irgendwas gekauft. Kommen Sie rein. Ja, wir haben noch offen. Wir haben noch offen. Wir können gleich unseren Supermarkt benennen. Geschnittenes Brot ist zu teuer. Hallo. Dankeschön. Einmal mit Karte. Das sind 19. Naja. Oh, hallo. Oh, sie sind aber muskulös.
Sind Sie sich sicher, dass Sie nicht vielleicht ein Hemd mit einer größeren Nummer kaufen sollten? Okay, so. Dann. Ah, ja gut, dann kommen Sie noch rein. Sind Sie jetzt nur reingekommen, um sich zu beschweren? Ganz ehrlich, Sie haben jetzt Hausverbot. Kommen Sie nie wieder mehr. Nehmen Sie das. So. Kommt noch jemand rein? Nein. Gut, wir beenden den Tag. Tag 7. Und starten wir den nächsten Tag. Und was wir jetzt noch zum Schluss machen, ist, dass wir unseren Supermarkt benennen. Das machen wir, indem wir in die Verwaltung reingehen und auf Supermarktnamen eingeben. Und dann nennen wir ihn Super Duper Markt. Nein. Ach, jetzt müsste man natürlich jetzt mal sich was vorher überlegt haben, ne? Train Sim Place. Okay, mehr Buchstaben habe ich nicht. TSP. T Super P. Nee, das versteht ja keiner. TSP. Super. Nee. Dupa. Nee, auch nicht. TSPs, Trends and Play. Jetzt habe ich leider echt keinen guten Namen. Trends and Play, TSP. Einmal das Idioten-Apostroph hin. Mir fällt nichts ein. Okay, Moment, also ich hab's. Ich nenne es jetzt einfach Gleis und Preis. So, das passt doch. Breite. Aha, okay. Höhe. Ja, genau das. Das sieht aber irgendwie cool aus. Wenn es so klein ist, so ein bisschen minimalistisch. Gleis und Preis. So, Textfarbe. Das ist ja fürchterlich Hintergrundfarbe. Nehmen wir mal so ein schönes Dunkelblau vielleicht. So. Und als Textfarbe nehmen wir eher vielleicht so ein Rot. Ja, nee, das passt nicht so gut. Was passt gut zu Blau? Nee, nicht Blau. Grün passt ja mal gar nicht. Gelb passt eigentlich ganz gut, ne? Pink. Ja, auch nicht so ganz. Weiß sieht ein bisschen langweilig aus. Oder doch weiß. Ja. Nehmen wir mal das. Jawohl. Dann haben wir das gemacht. Dann haben wir das geschafft. Kaufen Sie eine Farbe auf dem Markt und streichen Sie die Wände. Ja, wir räumen erstmal noch hier kurz unsere Produkte ein. So. So, einmal noch die Wasserflaschen. Achso, hatten wir nicht noch was? Nee, hatten wir nicht. Und einmal. Du hier noch die Eier. Ach, die können wir jetzt gar nicht mehr einräumen. So. Haben wir ein bisschen was an Milch verkauft? Nee, auch nicht. Okay, dann würde ich sagen, war's das mit Folge 2 von unserem Gleis- und Preis-Supermarkt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.